Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder was ganz Besonderes vorbereitet. Heute gibt es mal Spaghetti aus dem Rewe. Normalerweise kaufe ich das nicht, weil mir das immer zu teuer ist und meistens schmeckt das für den Preis überhaupt nicht. Jetzt war das aber reduziert mit 30%. Das schlägt man natürlich mal zu. Das sind nämlich diese Rewe Beste Wahl Schälchen. Hier habt ihr nämlich einmal Spaghetti Carbonara mit saftigem Schinken, wie es hier drauf steht, mindestens haltbar bis 19.05. Ich glaube, das ist sogar heute, deswegen muss ich die schnell essen. Ne? Und dann haben wir natürlich noch einmal die Spaghetti Bolognese, den Klassiker mit garantiert deutschem Rindfleisch. Da sind wir mal gespannt, wenn wir den Vergleichstest machen, die Schale gegen die andere Schale, was da besser abschneidet. Ob beides schmeckt, ob gar keins schmeckt, ob eins besser schmeckt als das andere. Ich bin gespannt. Das ist ja der Klassiker immer. Bolognese, Carbonara, aber auch sehr oft vertreten. Wir probieren jetzt mal Rewe Beste Wahl Spaghetti. Also ich muss es noch kurz warm machen und aufhören, dass der Adi hier immer so durchs Bild läuft. Und dann geht's gleich weiter mit dem Test. So, da bin ich auf jeden Fall zurück. Ihr habt das jetzt also fertig. Das Spaghetti Bolognese ist heiß, auf jeden Fall. Da schwimmt die Soße unten drin rum. Ihr seht, wie das drin rum wurstet. Wir machen es einfach mal auf. Vorher natürlich mit der Gabel immer reinstechen, vorm Erhitzen. Dann, wenn es erhitzt ist, einfach mal den Deckel abziehen. Ein bisschen rumrühren natürlich, dass ihr den Geschmack habt. Sieht halt jetzt nicht so appetitlich und professionell aus, aber was will man erwarten? Es sind halt einfach nur Spaghetti Bolognese. Das kann man gar nicht richtig appetitlich machen, außer man tut oben noch so ein grünes Bäumchen drauflegen. Dann sieht ja immer alles gleich gesund und nahrhaft aus. Wir machen das ein bisschen rum, beziehungsweise es kann ja noch ein bisschen abkühlen beim Rummachen. Und wir machen auch gleich die Spaghetti Carbonara auf. Es ist nämlich genauso, habt ihr hier wieder den Bottich, ne? Schwimmt wieder hier rum, hin und her, zack, durch die Gegend. Ist auch erhitzt, machen wir jetzt auch auf. Der dürfte sogar eigentlich noch heißer sein als der andere. Da beschlägt auch die Kamera ein bisschen. Carbonara riecht auf jeden Fall sehr muffig, aber die machen wir auch rum. Alles gemütlich hier in der Schale. Und falls es nicht schmeckt, habe ich mir noch was Besonderes ausgedacht. Dafür haben wir dann noch eine große Schüssel geholt. Dafür haben wir dann noch extra Käse, dafür haben wir dann noch Chiliöl. Das aber gleich. Erstmal schauen, was das so kann. Obwohl von so Fertigprodukten, wie gesagt, darf man halt nicht allzu viel erwarten. So, wir mehren hier noch ein bisschen rum. Das lassen wir jetzt auch etwas abkühlen. Ich habe hier noch Hartkäse auf jeden Fall. Den hat der Crazy O gekauft, als er hier war zu Besuch. Zwei Packungen, hat sogar beide Packungen hier vergessen. Jetzt habe ich seitdem überall, was ich gemacht habe, Hartkäse dran gemacht, obwohl ich den Sinn von Hartkäse nicht verstehe. Irgendwie schmeckt der nach gar nichts. Macht das Essen aber einfach nur komplett trocken. Wenn ihr irgendwo Soße habt und streut lauter Hartkäse drauf, schon ist die Soße einfach nur klumpig und fest. Also Hartkäse, wunderbar. Und dann habe ich hier dieses Chiliöl, was ich von meiner Cousine mal zum Geburtstag bekommen habe. Immer wenn ich irgendwas noch einfetten will oder schärfen will, packe ich mir das Chiliöl dran. Hier habe ich auch eine Schüssel. Im Endeffekt wird es so ablaufen, dass ich das beides dann in diese Schüssel mache, den Hartkäse noch drüber knüppel und dann so probiere. Jetzt nehmen wir aber erstmal die Bolognese. Ich hoffe, ich verbrenne mich jetzt nicht. Soll nicht zu viel sein, wir brauchen ja noch was für die große Portion. Ihr habt ja auf jeden Fall ein bisschen Fleisch dran und auch ein bisschen Nudeln, es dampft immer noch. Wir pusten aber, vorsichtshalber. Und es schmeckt sogar eigentlich ganz vernünftig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann man eigentlich so essen. Schmeckt wie aus der Schulküche, wenn es da Spaghetti gab, so in Massenabfertigung. Wahrscheinlich sind das genau dieselben. Einfach da reingepfropft. Ich probiere mal noch ein Gäbelchen. Könnte für meinen Geschmack aber noch ein bisschen Würze vertragen. Also noch ein bisschen Schärfe obendrauf von irgendwas, egal. Was die Schärfe jetzt bringt.
Jetzt gucken wir uns mal die Carbonara an. Wer jetzt nicht Bock hat, ewig Nudeln zu kochen und so große Portionen zu machen, der kann sich ruhig also so ein Schälchen mal gönnen. Bei Carbonara, das riecht aber so ultra muffig, deswegen bin ich mal gespannt, ob die mithalten kann, weil Bolognese hat ja eigentlich überzeugt. Okay, die Carbonara schmeckt eigentlich wie wenn ihr einen Schuhkarton esst. Finde ich vom Geschmack her nicht so gut. Dann lieber frische Carbonara im Restaurant oder selber machen. Aber Bolognese geht auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch fruchtig, tomatig. Das Fleisch dabei passt auch. Lieber Bolognese als Carbonara kaufen. Aber wir wären ja nicht Ramses Kitchen, wenn wir nicht noch den Lifehack hätten, einfach alles zusammen zu machen in eine Schüssel. Alles hier reinschmeißen, dann habt ihr die komplette Bolognese hier drin plus die komplette Carbonara hinterher. So, das kratzen wir mal noch ein Stück aus, dass der restliche Schinken auch draußen ist. Schinken, der tut schlecht riechen, aber nicht stinken, das geht noch so. Carbonara ist auf jeden Fall leer. Mmh. Bolognese kratzen wir auch noch den Rest zusammen. So. Jetzt können wir das in dieser Schüssel natürlich auch rummachen. Ein bisschen rummatschen, ein bisschen rumexperimentieren. Carbonara mit Bolognese vermischt. Aber wir geben mal etwas von diesem Chiliöl drauf. Ich weiß immer nicht, wie scharf das ist oder wie viel Schärfe das überhaupt macht. So, ich sehe, das ist auf jeden Fall schön rot. Wir sauen einfach mal drauf rum und hauen jetzt noch den Käse oben drauf. Beim Käse, da können wir ruhig ordentlich was machen. Wir nehmen extra die großen Löcher. Ihr wisst, der Käse, der macht eh alles nur trocken. Schön Käse oben drauf gepappt, ne? Es kommt schon wieder nichts raus. Ich glaube, der Käse ist leer. Nein! Hier könnt ihr die Packung ganz aufmachen. Dann nehmen wir einfach den Rest noch, der rauskommt. Ein bisschen kommt noch. Hm. Muss mal gucken, ob ich vielleicht die andere Packung noch drüben habe. Dann mache ich mir halt noch was drauf. Nein, nicht. Gibt es halt diesmal nicht so viel Käse. Könnt ihr auf jeden Fall aufbewahren. Können da Bonbons reintun, können da Kleingeld reintun, geht ihr mal an die Kasse und sagt, hier nehmen Sie sich selbst das Kleingeld, macht das auf. Und dann kommt dem Kassierer so ein alter, modriger Käsegeruch entgegen. Das ist bestimmt richtig genial. So sieht das jetzt auf jeden Fall aus. Sieht aus wie so ein Möhrensalat. Jetzt machen wir das aber noch rum, alles schön vermehren, probieren das dann nochmal. Ob da jetzt auch die nötige Schärfe dabei ist, das wäre auf jeden Fall genial. Ich könnte ja natürlich immer noch nachwürzen, ihr könnt auch Pfeffer ranmachen, Salz ranmachen, Chilis, Chiliflocken. Ihr könnt da auch eigentlich Pfefferonen dran schnippeln, dass da noch was Frisches dabei ist. So eine frische Gemüse-Einlage, Beilage, wie auch immer. Das wäre auch richtig genial. So, ich glaube, das passt. Jetzt sieht relativ alles gleich aus. Wir nehmen uns mal hier drüben so ein bisschen was raus. Das sieht nämlich sehr schmierig und fleischig aus gleichzeitig. Okay, schmeckt gar nicht mehr nach Bolognese. Aber dieses Muffige hier von der Carbonara fällt auch nicht auf. Ich würde sagen, wir haben wieder mal eine Mahlzeit gerettet. Jetzt könnt ihr hier so eine schöne Schüssel Spaghetti verdrücken. Mit Käsenote, mit Schärfe dabei, mit Gehacktes, mit Schinken. Ist also wieder eine gute Sache gewesen, sich selbst ein Essen zu machen, zu kombinieren. Ich glaube, ein bisschen Chiliöl kann noch dran, damit es noch ein bisschen schärfer wird. Geschmacklich ist das trotzdem jetzt richtig in Ordnung. Ich bin sehr zufrieden. Man muss sich einfach nur trauen, einfach mal kombinieren. Dann kriegt man eigentlich immer irgendwas Besonderes raus. Das war es also von meiner Seite. Wie gesagt, Carbonara, so kann ich nicht empfehlen. Würde ich so nicht kaufen. Die Bolognese, es sieht schon wieder anders aus. Bolognese könnt ihr euch ruhig mal so geben, wenn ihr
möchtet. Aber ihr könnt es natürlich auch gerne mal kombinieren, das selber probieren, wie das ist, wenn ihr das kombiniert, oder ihr macht es euch direkt selber. Ne? Am besten immer selber machen, dann kann nichts passieren, dann ist alles gut, dann seid ihr selbstverantwortlich. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer... Da hinten noch Sahnesoße. Euer Ramses.